So einen schönen neuen Schlafanzug hast du an, ne? Der ist dir noch ein bisschen groß. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gerade für euch den Vlog zu Ende geschnitten, also gerade beendet, zu Ende geschnitten und der lädt jetzt gleich hoch von meinem Handy. Und ich filme mit der Kamera. Ich bin voll glücklich, dass das funktioniert und dass ich dann so für euch Daily Vlogs halt hochladen kann und für mich auch. Bernd ist arbeiten. Heute den ganzen Tag, außer halt die Mittagspause, da ist er hier. Hatti, Gesundheit. Hatti, Gesundheit. Ist mein Fing immer weg. Hey. Ja, man sieht jetzt gar nichts mehr, Smurfen. Warte. So. Dann machen wir die Kamera hier hin. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Außer die Mittagspause, da kommt der Bernd nach Hause. Ich stelle mal eben hier die Kamera hin. Und ich muss gleich Lasagne kochen. Ja, Bernd hatte gestern eine Bolognese gemacht. Das zeige ich euch gleich. Der hat gestern gewerkelt. Oh. Zeige ich euch gleich, was er gemacht hat, was er ausprobiert hat. Ganz interessant. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich hatte euch mal erzählt, wir haben ein neues Projekt, wie wir halt wegen bezüglich des Lockdowns und so, weil unser Geschäft ja geschlossen war, dass wir halt noch eine Einnahmequelle haben, wo wir nicht auf ein Ladenlokal angewiesen sind. Und ja, da hat Bernd gestern getüftelt. Ich zeige euch gleich mal das Ergebnis. Die ist so süß, die ist eingeschlafen. Aber die macht immer noch so, dass sie so, als ob sie noch was im Mund hat, einen Schnuller oder so, schnullert sie noch weiter. Seht ihr das? So süß. Ich werde jetzt mal ganz vorsichtig versuchen, sie ins Tragetuch zu ja, stecken. Sie braucht halt zurzeit echt ganz, ganz, ganz viel Mama. Was ja auch normal ist. Sie ist jetzt heute 5 Wochen alt. Sie darf noch ganz viel Mama brauchen. Kann ich euch auch direkt meinen Bauch zeigen. Also 5 Wochen nach der Geburt. Ja, ist schon ganz gut zurückgegangen. Ein After-Baby-Body oder wie es heißt, ne? Wie man so nach der Geburt den Körper hat, wie der Bauch zurückgegangen ist. Jetzt kann ich hier starten. Und zwar hat der Bernd gestern hier Bolognese-Soße eingekocht. Wir haben halt Gläser gesammelt. Das ist jetzt, um das auszuprobieren. Oh, die sind immer noch warm. Das hat er gestern Abend noch ganz spät gemacht. Die müssen 24 Stunden auskühlen. Und dann können wir das Freunden und Bekannten geben zum Probieren. Das sind jetzt erstmal so gebrauchte Gläser, die wir, also hier, da waren so Mini-Maiskolben drin und so. Die haben wir halt ausgewaschen und ausgekocht, oder Bernd eher gesagt, und Bolognese eingekocht. Und die Idee ist, das jetzt erstmal auszuprobieren. Das Rezept haben wir schon ausprobiert, das schmeckt, das ist super. Aber das auszuprobieren, das einzukochen und das, ob das halt wirklich haltbar ist und es Freunden und Bekannten zu geben zum Probieren, ob das schmeckt, praktisch ist und so. Und ja, wenn das alles klappt und schmeckt und was auch immer verfeinert ist und so, dann ist die Idee, dass wir das im großen Stil produzieren oder produzieren lassen und verkaufen. Das ist halt vegane, glutenfreie, was auch immer alles Bolognese-Soße, die bis jetzt jedem Fleischesser geschmeckt hat, dem wir die gegeben haben zum Probieren. Ja, und ich halte euch auf dem Laufenden mit diesem Produkt. Ist halt wieder ein neues Projekt von uns. Ihr wisst ja, wir haben immer so einige Sachen, die wir gerne machen würden. Unser Kochbuch, was wir ja eigentlich
im Lockdown machen wollten, zu Ende machen wollten. Haben wir nicht gemacht, aber der Plan war da. Es ist eigentlich gar nicht mehr viel, was gemacht werden muss. Also es sind schon echt viele Rezepte. Aber der innere Schweinehund, wir haben irgendwie ja nicht den Dreh dazu rausbekommen. Gut, im Lockdown, es waren auch echt viele Sorgen, die wir auch hatten. Und ne, wir haben ein Baby bekommen und so. Also, ja, nicht nur Ausreden und nicht nur der Schweinehund. Wir lagen nicht hier 2,5 Monate und haben nichts getan, ne? Ja. Ja, jetzt muss ich aber ganz schnell die Lasagne vorbereiten. Sonst schaffe ich das nachher nicht, wenn der Bernd von der Arbeit kommt in der Mittagspause. Und heute muss ich die ja pünktlich, in Anführungsstrichen, fertig haben. Denn der muss ja am Nachmittag auch wieder arbeiten. Das heißt, es wäre doof, wenn ich es gar nicht schaffe, weil der wird dann auch Hunger haben. Ich meine, man kann sich mal was zu essen holen oder so, aber ich würde halt gerne Lasagne kochen. Ja, das ist noch von der Bolognese von gestern über. Und ich mache im Wechsel Spinat-Lasagne-Blätter und normale. Lasagne ist im Ofen und ich habe den Ofen jetzt auf 1,5 Stunden gestellt, denn ich gehe jetzt eine große Runde mit dem Smurfy und wenn wir wiederkommen, dann können wir essen. Ja, ich glaube, das reicht. Unsere Lasagne ist fertig. Hat genau gepasst, ne? 1,5 Stunden war die jetzt und jetzt gibt's Essen. Und die Maus schläft immer noch. Oh, schläft unwahrscheinlich gut in diesem Tragetuch. Ja, da habe ich mal Glück. Da hatten wir echt eine schöne Runde jetzt. Schönen Spaziergang. Es gibt noch einen Rest Bohnensalat. Der ist so mit Essig und Zucker in Sahnesoße. Rote Zwiebeln. Deswegen sieht die Soße jetzt rosa aus. Und das ist nachher mein Snack. Ein gesunder Nachmittagssnack. Hallo, wachst du jetzt auf? Oh, Schatz. Ja, wer bist du? Es geht dich gar nichts an, sagst du. Hallo Puppa, Puppa Maus, wer ist denn die Puppa Maus? Puppa Maus, komm, hier ist Murphy. Puppa Maus, komm, Freund. Hallo kleine Kacki Maus, machst du lecker Titi Milch? Wo ist dein Spieli, Murphy? Oh, bring ihn fein. Bring ihn mal zu Mama. Komm hier. Bring ihn fein! Komm schnell! Oh, super! Oh. So mit dem Schnäuzchen gestürzt. Komm her, ich mach dir den wieder richtig dran. Oh, komm her. Warte. So. Warte. Smurfy, warte. Du bist fein. Schau, Smurfy. Okay. Oh, jetzt ist er fest. Super. Zieh, zieh. Immer wieder faszinierend, dass er nicht an dem Ball zieht, sondern an dem Ding selber. Ja, sagt, dann kriegt er die Hebelwirkung darunter, dass der Luft runterkommt. Ist er jetzt happy? Weiß ich noch nicht. Au! Au! Er ist umgekippt dabei, das war. Er ist so platt vom Spaziergang. Und auch so vom Toben gerade. Ja. Da musst du ein paar Mal beim Kämpfen gerade gehen, sagt er. Weil er müde ist. Da hat er mir das Gesicht gelegt und musste gehen. Dann kam dann alles wieder hoch. Oh, heute der ganze Geruch von dem Hühnerhals und den Pfannen. Oh, Puppa! Wie sie dich anguckt, macht der Papa da. Hallo! Ja, ist doof aus wie das, ne? Findest du auch? Ja, findest du gar nicht toll, weil ich so bin. So, ich habe die Maus jetzt mal hier reingesteckt in ihre Wippe. Und sie bewundert alles, was ich hier so mache. Und mir ist was Doofes passiert auf der Also ich habe die Lasagne halt hier drauf gebacken und die ist halt ein bisschen übergelaufen. Und das sah gerade noch total
Eben warten. So, der Kühlschrank hat sich nur Wasser gezogen. Das sah gerade noch schlimmer aus. So richtig, richtig siffig. Ich habe das Grobe jetzt abgekratzt. Ich wollte eigentlich so die Pyrolyse anmachen. Ich habe das schon mal ausprobiert. Ich dachte erst immer, die Bleche gehen dann kaputt bei der Pyrolyse. Gehen sie aber nicht. Sie werden einfach wieder blitzeblank sauber. Ich mache jetzt nur den groben Schmutz hier ab und dann hier sowas. Das geht alles weg in der Pyrolyse. So, wie ihr seht, das Blech ist jetzt hier drin und auch hier sind so leichte Verschmutzungen, aber noch nicht so schlimm. Hier ist das andere Blech und dann testen wir das jetzt aus. Also ich weiß schon, dass es schön wird, aber ich zeige es euch noch für die, die das nicht haben. Manche haben ja kein Pyrolyse. Für uns ist es auch noch neu. Nee, nicht Einstellungen. Verwerfen. So. Da, Selbstreinigung. 2 Minuten. Lose Speise. Ja, okay. Los geht's. Das kann man ja noch nicht öffnen, bis der wieder abgekühlt ist, der Ofen. So, Pyrolyse ist fertig und abgekühlt. Also ein bisschen, er ist noch heiß, aber man kann ihn wieder öffnen. Und schaut mal, alles was schwarz war, ist jetzt weiß, also Staub geworden. Yay! Mal ein Trockentuch bitte. Ein Trockentuch, ja. Danke. Bitte. Wenn du morgen, wenn du Lust und Zeit hast, findest. Ja. Und nur einen Toast noch machen, das wäre super. Ja, mach ich. Das ist ja schnell gemacht, muss ja noch zusammenschmeißen. Ja, morgen will ich dann hier. Das hier noch aufbauen. Ja. Oder das da hinten? Ja, im Grunde egal, ne? Mhm. Oder Weltmeister. Worauf hast du mehr Lust? Kannst du auch beide auftauen. Die beiden? Oder Weltmeister unten? Mach wie du willst. So, meine Lieben, wir essen jetzt Abendbrot. Es gibt Suppe mit Spargel. Du hast jetzt Bohnen reingemacht? Ne, Blumenkohl. Blumenkohl. Und Brot. Also Brot mit so ganz normalen Aufschnitt, was auch immer. Wir alles haben immer. Salami, Leberwurst, Gedöns halt. Und dann gehe ich weiter Clusterfeeding auf dem Sofa machen. Ne? Was machst du? Clusterfeeding auf dem Sofa. Eine kleine Maus braucht ganz viel, die Mama. Ja, du suchst schon wieder, ne? Und ja, dann würde ich mich vom Vlog verabschieden. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.